Hallo. Ich bin Mark. Herzlich willkommen zu Echt Super, Mr. Cooper. Das ist unsere zweite Folge. Wissen Sie, dass wir letztes Mal in der Dekoration von unser lautes Heim gedreht haben? Aber jetzt haben wir unser eigenes Haus. Es ist neu, aber gemütlich. Ich werde Sie herumführen. Das ist unser Wohnzimmer. Offensichtlich aus einer Designerzeitschrift. Da drüben, das ist mein Zimmer, wie man sieht. Die Küche ist gleich dort und nun kommen Sie mit nach oben. Sie werden überrascht sein. Die Bude ist riesig. Was ist mit dem Obergeschoss? Na schön, dann schlage ich vor, Sie hören sich erstmal unseren Titelsong an. Das wird ein absoluter Hit, ein Ohrwurm, und ich suche weiter nach dem Obergeschoss. Vanessa, Robin, habt ihr die Miete für hier oben nicht bezahlt? Hey Leute, was gibt's? Wo bleibt die Titelmusik? Yvonne kommt, dann wird er die Party nie mehr verlassen. Ja, darum darf er eben nicht erfahren, dass ein Yvonnechen kommt. Und wenn er fragt? Ach, Vanessa, ich bin eine miserable Lügnerin. Ich fange immer an zu kichern. Ach, Robin, willst du Mark wirklich bei der Party dabei haben mit seinem Knickebeingang, um bei Yvonne Eindruck zu schinden und seinem Finger Peng Peng? Und dann diese Barry White-Nummer. Oh, baby, you know you want it, baby. Ach, jetzt hör aber auf. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Mark ist ein netter Kerl. Hat jemand meine Unterhose gesehen? Ich nicht, das werde ich auch niemals. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, du hast doch bald Geburtstag, oder? Deine saubere Wäsche liegt noch drüben im Waschkorb, Mark. Oh, danke. Was gibt es denn für einen besonderen Anlass? Ach, ich habe wieder eine Vertretung. Hey, das ist doch toll. Weiß nicht, jetzt darf ich das erste Schuljahr unterrichten. Ich bin wirklich gern Lehrer, aber als ich mich das letzte Mal mit 6-Jährigen rumgeplagt habe, da war ich 6 Jahre alt. Vanessa, Mama mia, ich werd verrückt. Entschuldige bitte, das ist meiner. Oh. Du bist so unreif, Mark. Du passt hervorragend zu diesen Erstklässlern. Das will ich hoffen. Was soll ich mit denen den ganzen Tag anfangen? Bring ihnen das ABC bei. Dann machst du eine Pause und verwöhnst sie mit Milch und Keks. Hast du noch ein paar von den Tierkeksen? Du kannst dich bedienen, Mark. Oh, es ist herrlich, den Kamelen die Köpfe abzubeißen und den Elefanten aufzusetzen. Das gibt Kamelefanten. Ja. Du wirst es schon überleben. Was ist denn das? Das sieht ja köstlich aus. Was ist das? Bitte nicht anfassen. Das ist Vanessas berühmte Lachscreme mit Mandarinen garniert. Du hast die gemacht? Im Ernst? Ich habe sie im Delikatessenladen gekauft. Hab ich mir gedacht. Ich will nicht mein Leben lang Sekretärin bleiben. Und wie klettert man die Karriereleiter nach oben, wenn man an den Herd gekettet ist? Keine Ahnung, aber ich würde dich gerne angekettet sehen. Köstlich. Hey, 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 Finger weg. Die sind für unser Klassentreffen heute Abend. Zu dem du nicht eingeladen bist. Von mir aus? Ich habe sowieso Besseres zu tun, als mir das Gefasel von Frauen anzuhören mit ihrem Schidipu, Schidipa. Das heißt Schiup. Oh, pardonnez-moi. Tut mir leid, ich habe was anderes vor. Gut. Es sei denn, dass deine Freundin Yvonne auftaucht. Also die ist absolute Spitzenklasse, ehrlich. Für die würde ich all meine Liebschaften eintauschen. Mark, du hast doch überhaupt keine Liebschaften. Ich weiß, aber das macht das Ganze einfacher. Vergiss es, Mark. Yvonne hat angerufen, dass sie nicht kommen kann. Ein Jammer, stimmt's? Aber ja doch. Halt, Augenblick mal. Ich hab's gehört. Robin, das ist ein Ich-hab-gelogen-Kichern. Aber nein, Yvonne kann wirklich nicht kommen. Robin soll's mir sagen. Wieso denn? Vanessa hat's doch schon erzählt. Nein, sag du's. Sie kann nicht kommen.
Yvonne kommt ins Haus. Ja, ja. Ja. Unser Klassentreffen gilt nur für Frauen, Mark. Wunderbar, dann habe ich keine Konkurrenz. Schon seit ewigen Zeiten versuche ich, mit dieser Frau auszugehen. Sie hat Charme, ist wunderschön, hat Klasse und unheimlich viel Humor. Woher willst du das denn wissen? Ich habe sie beobachtet, wenn sie mit anderen unterwegs war. Mark, jetzt hör mal zu. Wir möchten nicht, dass du hier bleibst. Okay, dann verschwinde ich. Gut. Oh nein. Er wird trotzdem hier auftauchen. Jetzt passt mal auf. Wir treffen eine Abmachung. Du darfst kurz auf der Party erscheinen und versuchen, dir Yvonne zu angeln. Aber danach verschwindest du sofort. Abgemacht? Aber natürlich. Das ist doch alles, was ich mir wünsche. Heute ist mein Glückstag. Glückstag, du mein Glückstag. Oh, ich habe meine Glückshose vergessen. Super schicke Jeans an, fabelhaft. Hallo. Na, du hörst schon toll. Hey, nur herein. Weil dann muss ich auch noch mein Zimmer aufräumen. Dein Reißverschluss ist offen. So, jetzt sind wir komplett. Setzt euch, Kinder, dann können wir anfangen. Setzt euch. Ich hab gesagt, setzt euch. Wer zuletzt sitzt, ist ein faules Ei. Big Bird sagt auch, ihr sollt euch setzen. Hey. Du bist eine kleine Zauberin. Ich hab einfach nur ein bisschen geläutet. Vielen Dank, junge Dame. Mein Name ist Michelle Taylor. Diese Woche bin ich als Ihre Helferin im Einsatz. Wunderbar. Wenn ich also Hilfe brauche, wende ich mich vertrauensvoll an dich. Sie sind ja ein ganz fixes Kerlchen. Hallo, Kinder. Euer Lehrer liegt leider zu Hause krank im Bett. Und ich soll ihn vertreten. Ich bin Mr. Cooper. Könnt ihr das schon sagen, Mr. Cooper? Wir sind hier noch nicht im Kindergarten. Naja, da warst du aber mal, oder? Okay, dann vergessen wir mal Mr. Rogers. Habt ihr gestern die Spätnachrichten gesehen? Die anschließende Talkshow hat sich ja auch keiner verpasst. Ja? Haben Sie schon mal in einer ersten Klasse Unterricht gegeben? Nein. So sehen Sie auch aus. Ach, wissen Sie, Sie sind ein bisschen zu groß. Mir tut jetzt schon der Hals weh, weil ich immer nach oben gucken muss. Oh, das tut mir leid. Naja, mal sehen. Sehr gut, das werden wir gleich haben. So, für jede Backe einen. Tja, dann was steht denn auf dem Stundenplan? Okay, da steht, als erstes sollen wir heute Benny füttern, und zwar mit Grillen. Wer von euch ist Benny? Kriegt er zu Hause nichts? Benny ist unser Klassenfrosch, wenn ich Sie aufklären darf. Oh, so ein kleiner, süßer Klassenfrosch. Wie niedlich. Wo ist Kermit denn? Ich darf ihn heute füttern. Gut, dann fütter ihn. Gebt ihr ihm ganz normale Grillen oder die neuen mit Räuchergeschmack? Wie geht's dem kleinen Kerl überhaupt? Das ist der größte Frosch, den ich je gesehen habe. Hat der Wachstumspillen geschluckt? Wollen Sie ihn mal halten? Nein, ich will ihn nicht mal von da sehen. Haben Sie Angst vor Benny? Nein, überhaupt nicht. Dann küssen Sie ihn. Ich denke ja nicht daran, einen Frosch zu küssen. Ihr habt Angst vor Fröschen. Ihr habt Angst vor Fröschen. Ihr habt Angst vor Fröschen. Die Glocke gefällt mir. Okay. Ist schon Essenszeit? Erzählen Sie uns eine Geschichte, bitte. Ja! Okay, na schön, bitte, gerne. Was wollt ihr denn hören? Halt, sofort aufhören, Time Out. Ich schlage vor, wir erfinden eine neue Geschichte. Dann ist wenigstens niemand zufrieden. Das kann ich nicht. Ich habe noch nie eine Geschichte erfunden. Dazu braucht man nur ein bisschen Fantasie. Der Rest kommt von ganz alleine. Mein Daddy sagt, es ist eine Sünde zu lügen. Das mag sein, aber dein Daddy ist jetzt nicht hier, klar? Ich sage euch, das macht Spaß. Ich erfinde jetzt eine Geschichte und werde sie ausmalen. Doch ihr müsst dazu beitragen. Alles klar? Fangen wir an. Es war einmal ein Junge, der spielte liebend gerne Basketball und... Er hat sich in ein Känguru verwandelt. Ah, ein Känguru. Naja, ich weiß nicht, was soll's. Also, das Känguru hat den Basketball, dribbelt behutsam nach vorn und versteckt ihn in seinem Beutel. Brumm. Dann verstaubt sich Mr. Känguru den Knöchel und hoppelt nur noch auf einem Fuß. Oh, ich muss sagen, du bist äußerst kreativ, wirklich. Also, er hoppelt.
Doch dann wird sein Fuß schnell wieder besser, einverstanden? Nein! Mr. Känguru klettert hoch hinauf auf den Gipfel eines hohen Berges. Oh, nee. Wo soll ein Känguru auch sonst hinhoppeln als auf den Gipfel eines Berges? Gut, nehmen wir an, das hier ist der Berg, okay? Mr. Känguru ist zwar müde, trotzdem klettert er auf den Berg rauf. Und er hoppelt immer noch auf einem Fuß. Das nächste Mal wirst du die Geschichte vorspielen, verstanden? Er hoppelt also immer noch auf einem Fuß. Ich wette, meine Helferin Michelle wünscht sich, dass das Känguru jetzt aufhört zu hoppeln. Überlege doch. Überleg bitte etwas schneller. Ich muss nachdenken. Ja? Weißt du, Mr. Känguru fliegt kopfüber vom Berg runter. Okay, Mr. Känguru fliegt vom Berg herunter, na schön. Wo ist meine Helferin? Sind Sie verletzt? Mr. Känguru braucht eine Krankenschwester. Geht in Ordnung, bleiben Sie ruhig liegen. Das ist die Strafe, wenn man lügt. Mir schon, was ich habe. Das werden die Röntgenaufnahmen zeigen. Ich vermute, Sie haben einen Steißbeinbruch. Sie meinen, ich habe mir den Hintern verknackst? Das ist nur meine Schuld. Ich wollte, dass er ein fliegendes Känguru ist. Oh, sowas sehe ich jeden Tag. Augenblick, ich bin heute noch mit Yvonne verabredet. Sie kennen Yvonne nicht, aber wenn Sie sie kennen würden, wüssten Sie, dass ich einen guten Eindruck machen muss. Geht's mir um 6:30 wieder besser? Nein. Um 6:45? Nein. 6:40? Ja. Tatsächlich? Nein. Machen Sie sich nicht lustig, das ist mir ernst. Du hast Mr. Coopers dickes Pöhlchen ausrangiert. Ich weiß, ich bin eine ziemlich schlechte Helferin. Robin, Vanessa, Hilfe! Was ist denn? Was ist passiert? Was gibt's? Kann ich noch etwas Saft haben? Du bist ein Riesenbaby. Mark, wir können uns vorstellen, dass du dich hier nicht gerade amüsierst, aber gleich wirst du wieder fröhlich. Sobald Yvonne auftaucht, schicken wir sie sofort zu dir. Was? Aber so darf sie mich nicht sehen. Ein erwachsener Mann mit einem gebrochenen Po? Yvonne wird dich sicher nicht weniger achten, nur weil du dir den Achtersteven verknackst hast. Ich war so kurz davor, es zu unterdrücken. Können wir dir sonst noch irgendwas Gutes tun? Ja, Robin, könntest du mir eine Fußmassage machen? Und Vanessa, es wäre schön, wenn du mich baden würdest. Ich gehe schon. Ich komme. Hallo. Hallo. Tag. Ich habe vorhin angerufen. Ich bin Jessie und das ist Michelle, die... Popoknackerin. Ja, kommen Sie mal rein. Sie sehen ja klasse aus. Danke, nett, dass Sie das sagen. Wir gehören zur Wohngemeinschaft. Ich bin Vanessa. Sie kennen und das zusammen, Vanessa. Hallo? Tag. Danke, dass Sie Michelle erlaubt haben, herzukommen. Es tut ihr so leid, was heute passiert ist. Das kann man wohl sagen. Ach, mach dir da mal keine Gedanken. Mr. Cooper geht's bestimmt gleich besser, wenn er dich sieht. Das würde ich nicht beschwören. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oh. Hör zu, mein Schatz. Ich hole dich in 2 Stunden wieder ab. Ich lasse mir nur die Haare schneiden. Wieso? Ihre Haare sind sehr schön so. Wirklich? Vielen Dank. Weil ich nämlich gerade was Neues ausprobiere. Ich massiere so ein Avocado-Mousse-Gel ein, wissen Sie? Heute wollte ich es mal anders machen. Normalerweise nehme ich 2 Drittel Mousse und 1 Drittel Gel. Heute nehme ich 1 Drittel Gel und 2 Drittel Mousse. Es ist immer gut, was zu verändern. Das schockt die Haare. Ach, okay, Jessie, niemand interessiert sich für deine Haare. Das ist nicht nett, Michelle. Bis später. Viel Spaß. Dann bis dann. Bis später. Wir passen gut auf Sie auf. Das ist nett, vielen Dank. Schon gut. So, Michelle, dann gib mir doch mal den Karton und wir gehen zusammen nach nebenan. Der Patient liegt nämlich da drüben. Hey, Mark, du hast Besuch. Wen denn? Ich bin's, Michelle. Oh, wie reizend. Ich habe ein Lied für Sie erfunden. Oh, das musst du uns aber unbedingt vorsingen. Mr. Cooper wird wieder gesund, das wünscht ihn Michelle mitsamt ihrem Hund. Wir hatten viel Spaß, sie waren nicht barsch, nun liegen sie da mit gebrochenem Hintern. Oh. Wunderbar. Schönes Lied, Whitney. Ich habe das Gefühl, du bist bei ihr in sehr guten Händen. Dann spielt mal schön miteinander, ihr Süßen. Du hast also extra den weiten Weg gemacht, um mich zu besuchen. Und ich habe ihnen was mitgebracht.
Oh, was ist es denn? Lass mal sehen. Fanny! Ah! Haben Sie sich etwa schon wieder den Popo verletzt? Nein, diesmal habe ich mir den Kiefer gebrochen. Wir sind gleich wieder da. Es dauert nur eine Minute. Kommt ihr beide zurecht? Ja, natürlich. Sehr schön. Dann amüsiert euch gut. Hallo. Alles klar? Ich habe Ihnen ein Brot geschmiert. Setzen Sie sich. Gut, dann nehme ich meinen Gummidonut, wandere zu dir rüber, setz mich hin und du tust mir wirklich nichts? Nein, ich schwör's. Na schön, aber geh erst mal rüber. Ich komm ihm nicht in die Quere. Jetzt kannst du wieder näher kommen. Komm, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Na komm. Na, jetzt hab keine Angst. Komm schon, das reicht weiter nicht. Das ist aber schön gemacht. Soll ich Ihnen vielleicht die Kruste abschneiden? Nein, bitte, gib sofort das Messer wieder hin, Michelle. Danke, Chef Damien. Nanu, was haben wir denn da? Schinken, Käse, Ketchup, mein Lieblingssandwich. Das Geheimnis daran ist, dass Ketchup muss unbedingt zwischen Käse und Schinken gepackt werden. Und all die Jahre habe ich das Ketchup immer obendrauf getan. Kein Wunder, dass das Brot klebrig war. Oh je, ob die sich so beeilt haben? Oh nein, weg hier, ich muss mich verstecken. Sie können sich hinter mir verstecken. Oh, vielen Dank, jetzt bin ich in Sicherheit. Auf all die Männer, die wir wollten und die uns immer stets nur wollten, jetzt verdienen wir selbst unser Geld. Und die irren einsam durch die weite Welt. Oh, ich sterbe vor Hunger. Vanessa, hast du dein berühmtes Lachsmus gekauft? Selbstverständlich, Yvonne. Drüben in der Küche, ich werde es holen. Komm mit, ich wollte die Küche sowieso mal sehen. Ja, oh, aber gern, wieso nicht nur? Keine Hemmungen, immer mehr nach. Wir machen eine Führung durch die Küche, Yvonne. Nimm drauf, du hast mich nie gesehen, ja? Nur herein. Oh. Hallo, guten Abend. Darf ich vorstellen, ein Gast unseres Hauses, Michelle, unser Mitbewohner Mark. Du erinnerst dich bestimmt noch an Mark Cooper, Yvonne. Nein. Das glaube ich dir nicht. Er hat mich bei jeder unpassenden Gelegenheit in der Schule besucht. Nein. Hast du vergessen, wie er dich auf der Weihnachtsparty um den Christbaum gejagt hat? Da trug er so einen albernen Mistelhut. Oh, warte. Nein, ich... Nein, es tut mir leid. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Oh, ganz meinerseits, Yvonne. Naja, ich gehe auf mein Zimmer. Ich wünsche fröhliches Skiwedeln. Ist gut. Na, wie geht's? Sie sind auch nicht übel. Ciao. Geht's Ihnen nicht gut? Hey, Yvonne, nett Sie zu sehen. Sie bewegen sich so langsam vorwärts. Ach, wissen Sie, man eilt meist so hurtig durchs Leben, dass man die Kleinigkeiten verpasst. Zum Beispiel das hier, was ist das? Ein kleines Kunstwerk. Keiner kümmert sich darum, es liegt da einfach. Hallo, Ladies, hereinspaziert. Nett, dass wir uns so bald schon wiedersehen, ganz nett. Gute Nacht. Bis dann. Mr. Cooper, Sie haben Ihr Pürchendonut vergessen. Wie reizend von dir, mir das gerade in diesem Augenblick zu bringen. Ja, ich mache einen Rettungsschwimmerkursus. Niemals nach dem Essen schwimmen gehen. Gute Nacht. Darf ich zu eurer Party bleiben? Chip. Selbstverständlich. Aber was ist mit deinem Patienten? Ich glaube, er ist wütend auf mich. Oh, bestimmt. Das hast du missverstanden. Du solltest mal nach ihm sehen. Ja. Mr. Cooper! Hey, alles in Ordnung? Ach, jetzt lass mich endlich allein, bitte! Es tut mir furchtbar leid, ich komme nie wieder in Ihre Nähe. Oh. Ich kümmere mich um Sie. Okay. Mark, was hast du mit der Kleinen bloß gemacht? Weißt du nicht, dass die Hauptaufgabe eines Lehrers darin besteht, das Selbstbewusstsein eines Kindes zu stärken? Es ist das Wichtigste, was wir den Kindern vermitteln müssen. Und ich bin überzeugt, dass du die Fähigkeit besitzt, dir dieses Selbstvertrauen zu geben. Jetzt geh sofort da rein und bau die kleine, zerstörte Seele wieder auf. Ob du es glaubst oder nicht, ich laufe ihr bereits nach. Darf ich mich neben dich setzen? Sei
vorsichtig, ich verbreite nur Unglück. Oh, das stimmt doch gar nicht, Michelle. Jetzt sitzt du auf meinem Kaugummi. Oh! Ich hab's doch gesagt. Ist schon gut, das Geld ist fast abbezahlt. Darf ich mit Michelle reden? Natürlich. Weißt du, dass du da einmal... Ich weiß. Du solltest auch lieber woanders hinsehen. Mich interessiert nur der Kaugummi. Darf ich mich setzen? Das ist ein ziemliches Risiko, Alter. Ach, ich habe keine Angst vor dir. Auch nicht so ein bisschen? Nein, was mir heute passiert ist, war doch nicht deine Schuld. Das waren ganz normale Unfälle. Ich sag dir, du verbreitest kein Unglück. Sie sind ein schlimmer Lügner. Nein, ehrlich. Hast du noch niemals einen Tag erlebt, an dem einfach alles schief geht? Letztes Wochenende bei Tonis Geburtstagsparty habe ich irrtümlich seiner Mutter einen Schwanz angehängt. Können Sie sich vorstellen, was da los war? Oh ja, ich kann es mir vorstellen. Dann weißt du ja, wovon ich spreche. Ich war nicht wütend auf dich. Ich war nur einfach sauer, weil ich wollte, dass diese Yvonne mich mag. Aber weißt du was? Ich habe heute auch Glück gehabt. Denn bevor ich dir begegnet bin, habe ich immer gedacht, kleine Kinder sind einfach nur kleine Kinder. Das sind wir auch. Nein, du hast mir bewiesen, dass kleine Kinder kleine Menschenwesen sind. Ihr habt kleine Gefühle, ihr schreibt kleine niedliche Lieder. Nicht zu vergessen, Ketchup zwischen Schinken und Käse. Bang, das hat mein Leben verändert. Tatsächlich? Nur meine Essgewohnheiten. Michelle, dein Onkel hat angerufen. Er kommt dich abholen. Okay. Marc, du kannst wirklich unheimlich gut mit Kindern umgehen. Das fasziniert mich bei Männern. Vielen Dank, ich arbeite schon seit Jahren mit Kindern, daran bin ich gewöhnt. Ich wundere mich, dass ich mich nicht an dich erinnere. Du hast dir nie Zeit genommen, mich kennenzulernen. Sie können doch morgen die Krankenschwester spielen. Michelle, ich brauche eine Hilfe für den ganzen Tag. So viel Zeit hat Yvonne nicht. Ich habe den ganzen Tag frei. Schon engagiert. Schön. Wir sehen uns gleich. Okay. Die hat keinen Kaugummi. Siehst du, jetzt hast du mir sogar Glück gebracht. Ja, sieht ganz so aus. Vielen Dank. Und nun stehe ich in deiner Schuld. Soll das bedeuten, Sie sind wieder unser Lehrer? Nein. Das kann ich Ihnen wirklich kaum verdenken. Danke. Aber weißt du was? Ich verspreche dir, wir beide bleiben die besten Freunde. Okay? Das ist cool. Gern geschehen. Wiedersehen, Mr. Cooper. Mach's gut, Michelle. Oh. Augenblick. Yvonne, tut mir leid, würdest du mir bitte helfen? Oh, Marc, ah, ja. Nicht ich bin ausgerutscht. Was ist denn passiert? Wie viel Uhr ist es? Ich fall gleich in Ohnmacht. Kennst du Mund-zu-Mund-Atmung? Das war's für heute. Hat's Ihnen gefallen? Das freut mich. Haben Sie vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank, Freunde. So viel Applaus ist nicht nötig. Schon gut. Ihr seid furchtbar nett. Ich mag euch auch. Ein verrücktes Volk seid ihr. Bis dann, Mann. Hallo. Ach so, jetzt verstehe ich. Deswegen habt ihr so geklatscht. Naja, sehr schön. Dann bis zur nächsten Folge.